Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Heute letzte Folge vor dem, na gut, vor dem Finale ist jetzt die letzte Folge. Wir haben am Mittwoch noch einen Stream, wo ihr euch vorbereiten könnt. Und sobald das Stream am Mittwoch abgeschlossen ist, werde ich anfangen, die Kämpfe durchzuführen. Das heißt, alles, was ihr am Mittwoch macht, ist quasi das Letzte, was ihr tun könnt. Weil ich brauche diese Tage, um diese 20 Kämpfe knapp zu machen. Wobei 20 Kämpfe, 10 Kämpfe, 10 Kämpfe, ja, 10 Kämpfe. Also ich habe jetzt für den ersten Kampf knapp 2 Stunden gebraucht. Wobei ich musste das Design und alles machen, von daher kannst du ja nicht vergleichen. Aber trotzdem brauche ich diese Zeit, diese paar Tage fürs Wochenende. Wir werden das so machen, dass wir die Kämpfe am Samstag alle stattfinden. Das heißt, alle in einer Folge. Und dann wird Sonntag natürlich keine Folge mehr kommen, weil Kämpfe, es sind nur noch Kämpfe. Dann wird am Mittwoch halt wieder ein Stream kommen, wo ihr die Sachen verarbeiten könnt, die ihr gewonnen habt vom anderen. Und dann sind am Samstag wieder die nächsten Kämpfe und so weiter und so fort. Und dann haben wir immer einen Stream dazwischen, wo ihr eure Sachen verwalten könnt, die ihr von euren gefallenen Brüdern erbeutet habt. So, nichtsdestotrotz wollen wir ja langsam die Folge in Gange bringen. Ich habe hier die Volt-Immobilien offen. Wir haben hier noch Hassan, der Stärke trainieren möchte. Hassan? Wo ist er denn? Da ist er da, der Hassan. Dann haben wir Kiri mit Beweglichkeit. Ne, No Chance mit Beweglichkeit. No Chance. So. Und wir haben Kiri mit Glück. So, Kiri mit Glück. Glück, Glück, Glück. Kiri, Kiri. Da ist die Kiri. So. Gut, das haben wir dazu. Ich werde jetzt schon die ersten rausschicken. Ich habe jetzt zusätzlich nochmal ein paar von denen hier gebaut. Einfach, damit ich nicht so viel vorspulen muss. Damit der Bug nicht so schnell kommt. Weil der regt mich schon ziemlich, ziemlich auf. Wir waren stehen geblieben bei... Er ging gestern noch raus. Mobile Gamer ist der nächste, der rausgeht. Ich erinnere mich. Mobile Gamer, du warst ja Team 3. Du hast aber deine eigenen Stimpacks mitgebracht. So. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt von letzter Woche waren. Egal. Gehst du raus halt. Gut, das habe ich jetzt nicht durchgedacht, dass wir auch Red Away brauchen. Egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Hassan. Du bist dran. Nein, ich hab vergessen, die Rüstung zu ändern bei Mobile Gamer. Mobile Gamer, warte. Mobile Gamer T45A. Kriege ich das noch schnell hin? War die hier? T45A. Hohoho. Gerade noch so hingekriegt. So, zudem möchte Hassan gerne bauen, und zwar ein Bleiregen. Ohne Cooldown selbstverständlich, weil ab jetzt ist ohne Cooldown, ihr könnt so viel bauen, wie ihr möchtet. Hauptsache, ihr seid vorbereitet für das, was auf euch wartet. So, du kriegst erstmal deine Schwere, hast du nicht gesehen, Rüstung? War das die schwere Kampfrüstung, Hassan? Schwere Söldnerrüstung. Wo ist sie denn? Söldnerrüstung. Da ist sie doch. So. Ich gucke in sein Inventar. Er hat 1, 2, 3, 4 Schaufeln. Gucken wir mal ganz kurz. Herstellen. Siegesgewehr können wir herstellen. 10 bis 15 Schaden. Naja. So, legendär. Bleiregen, wo ist denn der? Da. Bleiregen. 4 Schaufeln. Check. 3 Golduhren. Check. 2-mal militärisches Klebeband. Check. Bleiregen wird hergestellt. Und wir schließen es natürlich direkt ab. So, Bleiregen ist hergestellt. Ich lösche mal dein anderes Inventar-Gedöns.
Und werde dann auf jeden Fall, zack, dein Inventar mal direkt ein bisschen aufräumen und dir Bleiregen in die Hand drücken. Falls du nicht weißt, was du mit deinem beschleunigten Gaussgewehr machen möchtest, Hassan, ich könnte es gebrauchen. Wobei ich kämpfe ja gegen Ehrengardist. Ich guck mir mal kurz Ehrengardist an. T51F-Rüstung. Rache. Ich bin gearscht. Ich bin so tot. Ich habe eine schicke förmliche Glückskleidung und ein Plasmagewehr. Ja, dafür habe ich ziemlich viel Glück. Ehrengard ist wahrscheinlich auch. Nein, hat er nicht. Aber er hat so viel. Oh Gott, hat er auch seine Werte. Das tut so weh, wenn ich das angucke. Naja, so Bleiregen kriegst du auch direkt ausgerüstet. Ich bin so tot, ey. Ich bin so tot. Ich glaub das gar nicht. Ich denke tatsächlich drüber nach, wie ich das Ganze noch zum Vorteil machen kann. Fällt aber nichts ein. Mir fällt aber nichts ein. Müssen wir gucken. Vielleicht kriege ich es hin, den Ehrengardisten zu schlagen. Vielleicht mit eurer Hilfe. Wer möchte Ehrengardisten jetzt auswischen und kann mir etwas geben? Bitte? Oh Mann. Oh Mann, ey. Wenn ich gegen den gewinnen würde, ich hätte eine geile Rüstung. Er hätte eine richtig geile Rüstung. Ich kann es schaffen. Ich kann es. Ich kann es schaffen. Ich muss es nur richtig angehen. Ich muss es nur richtig angehen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, was ich habe. Ich habe 15 Glück. Das heißt, ich habe. Sorry, dass es gerade so lange dauert, aber ich überlege gerade. Vielleicht ist es auch spannend für euch. Ich habe 15 Glück. Das heißt, ich habe kritischen von 60%. Kritische Trefferchance von 60%. Das heißt, theoretisch jeder zweite Schlag einen kritischen. Währenddessen Ehrengardist keinen kritischen hat, er hat dafür eine heftige Wumme. Aber ich habe den kritischen auf meiner Seite. Weshalb ich für ein Haustier. Schadensresistenz 23% und Ehrengardist. Ehrengardist hat plus 62%. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht besiegt meine Katze seine Katze. Wir lassen uns überraschen nächste Woche. Ich versuche da noch irgendwas zu drehen, dass ich irgendwas hinkriege. Ich kann nichts versprechen. Mal gucken. Mal gucken. Also, weiter geht's erstmal. Kiri. Du darfst natürlich auch nochmal trainieren. So, denkt dran, am Mittwoch, wenn ihr im Livestream dabei seid, dann dürft ihr nochmal trainieren. Und ja gut, jetzt habe ich Hassan ja rausgeschickt. Ich werde mich mal zur Verfügung stellen, denn sonst haben wir gleich kein Red Away mehr. Ich bin so nett. Ich bin ein gerechter Mensch. Und ich werde hier und jetzt Gerechtigkeit walten lassen. Aber werde zeitgleich auch für uns noch ein Forschungslabor hierhin basteln, damit wir ein paar mehr Sachen tragen können. Ich weiß, es ist theoretisch gescheatet, weil es ja nicht zu Vault gehört, aber dieser Bug regt mich sehr, sehr auf. Ich habe gestern deswegen wieder eine halbe Stunde länger die Folge produzieren müssen und ich habe ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich habe keine Lust mehr auf diesen dämlichen Bug und deswegen wird wahrscheinlich die nächste Staffel auch in Echtzeit passieren. Aber naja. So, gut, dann muss ich jetzt leider vorspulen. So, dann darf auch Kiri raus. Ups, ich habe sie vergessen rauszuholen, aber kein Problem. Muss einfach das Training nicht abschließen. Dann passt das schon. 25,15 für dich. Und du. Oh, habe ich gerade. Ah, ich habe ihn richtig weggeschickt. Okay, huch. Kiri, du trägst eine schicke förmliche Kleidung.
Und du darfst damit raus, glaube ich, Kiri. Aus mit dir. Mobile Gamer hat ein Super-Duper-Mart entdeckt. Lassen wir uns mal überraschen. So, erkunde den Super-Duper-Mart. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wo ich die Dörrpflaumen finde? Ich habe das Gefühl, als wäre ich hier schon tausendmal lang gelaufen. Das sind zwei verdammte Räume. Tut mir leid, ich arbeite nicht hier. Ich glaube, die wirst du hier nicht finden. Tut mir leid, die führen wir schon seit ein paar Jahrhunderten nicht mehr. Ich glaube, die wirst du hier nicht finden. Und ich dachte, dass die Angestellten hilfsbereit sein sollten. Das gibt einen gesalzenen Brief an den, was? An den, was? Keine Ahnung. Wir sammeln jetzt mal hier alles ein. Eine Militärplatine für dich, Mobile Gamer. Das klingt doch schon mal gut. Was hast du eigentlich für eine Katze? Erstellungszeit. Naja. Komm, du Masse platt. Ich darf nicht so viel Redway verwenden. Ich weiß nicht, wieso ich das jedes Mal mache. Ich muss einfach chillig bleiben. Was ist das für eine Waffe? Plasma-Gewehr. Wisst ihr, ich hätte eine richtig gute Chance im Turnier gehabt. Eine richtig gute Chance. Wenn nicht mein erster Gegner Ehrengardist gewesen wäre. Alles Mögliche hätte kommen können. Ich hätte als zweites gegen Ehrengardist gekämpft und ich hätte ihn fertig gemacht. Tut mir leid, es lässt mich gerade nicht locker, dass mein erster Kampf gleich so eine Scheiße ist. Aber ich darf mich nicht so aufregen. Ich darf mich nicht so aufregen. Alles wird gut. Vielleicht schaffe ich es ja. Vor allem, ich werde es am Mittwoch von live vor euch herausfinden und das könnte mich traurig machen. Das könnte man an meine Emotionen dann am Samstag, wenn ich das Ganze kommentiere, herausfinden, was passiert ist. Oh komm, setz mir den kritischen ein, was soll's. Fünffacher K.O. Naja, ein bisschen Zeugs. Ich schwöre, wenn ich einsam sterbe, dann werde ich dermaßen sauer. Verdammt, ich wusste, dass ich den kritischen hätte aufsparen müssen. Naja. Mobile Gamer stirbt mir jetzt nicht weg. Ich hätte den kritischen behalten sollen. Bullshit. Ich hoffe für dich, dass es sich lohnen wird, gegen dich zu kämpfen. Du hast nämlich gleich nichts mehr. Vor allem, da heilt sich gleich, ne? Oh, ist das bitter. Ich hasse Ghule. Ghule sind so schrecklich, ey. Ja, tschüss, Katze. Wie die Katze einfach abhaut. Ich lass dich alleine, ne? Viel Spaß mit den Ghoul. Nein. Er hat sich geheilt. Hätte ich den kritischen behalten, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas noch kommt, Freunde. Ich hab's wirklich nicht gedacht, dass sowas noch kommt. Er hat sich schon wieder geheilt. Nicht dein Ernst, Mann. Hier, komm, scheiß drauf. Nimm den. So eine Scheiße. Hätte echt zuerst die kleinen platt machen sollen, ne? Und dann auf den kritischen warten sollen. Ich bin zu sehr abgelenkt. Es tut mir leid. Ich bin einfach zu sehr abgelenkt. Jetzt schieß doch mal schneller. Das kommt so, wenn man so billige Werte hat, Mobile Gamer. Du hättest echt da ein bisschen was tun müssen. Naja, jetzt ist es nur einer. Den kriegst du hin. Komm, sieh zu.
Da hast du so eine fette Rüstung, aber bringt gar nichts. Na endlich. Halleluja, Mobile Gamer. Dafür kriegst du noch zwei Nuka-Cola Quantum. Ja, dafür hast du ordentlich was eingesteckt, egal. Denkt dran, Freunde, 20 Nuka-Cola Quantum ergeben insgesamt eine Lunchbox. Das heißt, wenn ihr euren Feind besiegt habt nächste Woche, könntet ihr euch eventuell eine Lunchbox leisten. Zurück zum Ödland. Ja, das ist deine Ausbeute. Und wir müssen jetzt noch ein paar rausschicken. Komm rein. So. Wir haben zum Rausschicken noch. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, mehr nicht? Meine Rechnungen gestern haben wenig Sinn ergeben irgendwie, oder? Ich habe 6 rausgeschickt, dann nochmal 6. Ich habe das durch 3 geteilt. Ich muss das doch durch 4 teilen. Ah. Egal. Egal. Mein Fehler. Nicht so schlimm, dafür können alle jetzt raus. So, Double X. Du gehst raus mit deiner förmlichen Kleidung. Krieg doch noch mein Mr. Handy aufs Maul. Na, es ging schnell. So. Dann wird das ja doch eine recht kurze Folge, wa? Double X. Schicke. Nein, das war mehr als eine schicke förmliche Kleidung. Das war eine förmliche Glückskleidung, ne? Hat er von mir. Hätte ich jetzt für einen Kampf gebrauchen können. Da überlegst du, ich will meine förmliche, schicke Glückskleidung zurückhaben. Bitte. So, und da überlegst du, solltest dir echt überlegen, irgendwie eine andere Waffe anzulegen. Weil der Raketenwerfer hat halt nicht sehr viel Angriffsgeschwindigkeit. Dafür aber gut Schaden, ne? Muss man dazu sagen. Naja. Guti, guti, guti. Dann nur Chance, ne? So, da hast du deinen Punkt. Und damit gehst du raus. So. Ja, damit haben wir alle rausgeschickt. Im Ödland haben wir bereits was gefunden, was so viel bedeutet, wir warten jetzt noch kurz ab, bis alle wieder zurück sind. Und dann verteilen wir nochmal 2 Lunchboxen an Double X und an Hassan. Die beiden kriegen noch eine Lunchbox. Das können wir eigentlich jetzt schnell machen, ne? So. Obwohl, nein, wir sehen uns gleich wieder. Bevor der Bug eintrifft, sollte ich das schnell beenden. Ja, alle sind zurückgekehrt und dann. Ach, leck mich doch ganz ehrlich. Oh, Kill 14-14, du bist doch recht stark, ne? Ja, dann gehst du nochmal dahin und hey. Du gehst da nochmal hin. Du gehst da nochmal hin. Mach sie platt und hör auf zu tanzen. Und dann versuche ich nochmal zu helfen, wenn ich rechtzeitig komme. Und du hast noch eine Powerrüstung, ein Duss. Wer ist das überhaupt? Aus dem Bloggerin. Ja, zumindest einer ist schon mal zur Stelle. Das könnte eventuell schon mal reichen. Aber die werden nicht lange in diesem Raum bleiben, weil es ein einfacher Raum ist. Wieso ist eigentlich die Musik ist hier so sehr. Ich hab's vertauscht, ne? Frag mich nicht, ich hab absolut keine Ahnung, was das gerade war.
Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Na gut. So, dann haben wir hier Mobile Gamer 3242 Kronkorken plus 470 Kronkorken. Guck dir diese Sachen ganz genau an. Wenn du etwas davon brauchst, sag Bescheid. Wir haben hier ein mittelalterliches Herrscher-Outfit, P2C2L1. Wir haben ein Bürgermeister-Outfit, C2I2L1. Wir haben eine verbesserte Kampfflinte. Wir haben Chirurgen-Outfit, P2A2L1. Robuste Kampfrüstung, S3A2. Und damit sammeln sie ein. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, bevor der Kampf losgeht, was ihr mit diesen Werten überhaupt anfangen könnt. Ich habe es zwar schon in Discord geschrieben, allerdings stehen da nur vage Deutungen, was es bedeuten kann. Ich habe hier auf dieser Liste die genauen Daten, was welcher Wert euch bringt. So, normale Gegenstände verkaufen für 540 No-Shines, 4918 Kronkorken. Schau dir ganz genau an, was du hier gefunden hast. Keine Waffe, kein gar nichts. Oh doch, hier. Ein geerdetes Repetiergewehr. Und wir sammeln dich ein. Kiri, 9334 Kronkorken plus 580 Kronkorken. Und wir gucken, Komiker-Outfit P2C2L1. Sturmgewehr 8 bis 9 Schaden. Scharfschützengewehr 10 bis 11 Schaden. Und das war's. So. Hassan. 610 Kronkorken plus 9349 Kronkorken. Getünte Plasmapistole 11 bis 13 Schaden. Mittelalterliches Herrscher-Outfit P2C2L1. Schau dir ganz genau an, was du hier gefunden hast. Es könnte dir noch wichtig werden, falls du etwas bauen möchtest. Wir sammeln es ein. Double X. 730 Kronkorken plus 26.655 Kronkorken. Getunte Plasma-Pistole. Ja, viel goldenes Zeug. Ödlandarzt P3L2. Schicke förmliche Kleidung L5. Filmfan-Outfit P4L1. Und falls ihr etwas langsamer das Ganze euch angucken möchtet, unten rechts im YouTube-Video ist ein kleines Zahnrad. Da könnt ihr die Geschwindigkeit des Videos einstellen. Das heißt, ihr könnt einstellen, dass das Ganze halb so schnell laufen soll. Das heißt, ihr habt dann genügend Zeit, eure Items anzugucken. Und wir sammeln Double X ein. Habe mich gerade erinnert, als ich Double X gesehen habe. Ist es allgemein heller geworden jetzt durch das Speichern? Ich glaube schon, ne? Naja, egal. So, auf jeden Fall bekommt erstmal Double X eine Lunchbox. 50 Nahrung, 100 Kronkorken, ein Wecker, eine rostige Laserpistole und 500 Kronkorken. Gut, dieser Bewohner war sehr viel wert. Boah. Oh, warte. Du bekommst natürlich noch ein Siphon-Outfit I2A2L1. So. Dann haben wir hier Hassan, ne? Hassan, du bekommst erstmal eine Gefechtsrüstung S2E1 und natürlich ein Küchenmesser 3 bis 11 Schaden. So, und wir öffnen für dich eine Lunchbox. 100 Kronkorken, Superkleber, 4 Nuka-Cola Quantum Hassan. Damit hast du 17 insgesamt. Eine Jagdflinte und ein Plasmagewehr 17 bis 18 Schaden. Ja, gut. Dann Hassan Linchen. Auch der kommt weg. So, dann öffnen wir noch eine Lunchbox für die Vault allgemein, weil wir haben noch eine übrig. Da können wir die auch nicht öffnen, ne? Das heißt, wir werden am Mittwoch im Stream werden wir auch nochmal eine öffnen, eine Lunchbox und die auf den Marktplatz stellen, sodass ihr noch ein bisschen was mit eurem Geld anfangen könnt. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Marktplatz direkt öffnen, denn ich möchte alles gleich direkt eintragen, was wir finden. Und wir finden schon mal ein militärisches Klebeband. Da. Militärisches Klebeband, bla bla, von Kiri. Gut. Militärisches Klebeband.
schreibe mal Militärklebeband, das passt rein. So, das kriegt ihr für schlappe 2500 Kronkorken. So, dann haben wir ein rostiges Luftgewehr, das sowieso keine Sau haben will. Ein Red Away. 500 Kronkorken für die Vault. Und nochmal 500 Kronkorken. Danke, Spiel. Vielen, vielen lieben Dank. Naja. Das dazu, wir haben es tatsächlich jetzt schon geschafft in der Folge, also die wird jetzt nicht allzu lang, aber wir haben jetzt noch einen Kampf vor uns zwischen Aiden und No Chance. Der Gewinner kriegt natürlich das Inventar des anderen, was so viel bedeutet, wie Aiden oder No Chance guckt ins Inventar des anderen, guckt, was ihr gebrauchen könnt und nutzt es bis Mittwoch. Denn nach Mittwoch wird dieser Charakter, wobei er wird nicht gelöscht, nein. Ich werde das so machen, dass jeder, der besiegt wurde, verliert quasi das Inventar und das Inventar geht dann an den anderen, bis das Projekt komplett abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist fairer, so dass man mehr Möglichkeiten hat, je mehr Gegner man besiegt hat. Zuerst wollte ich den Charakter löschen, aber wir lassen es einfach mal so. Gut. Ich möchte euch jetzt was zeigen. Und zwar dieses hübsche Bild. Wir sehen hier Aiden und No Chance. Diese werden gleich gegeneinander kämpfen. Und ihr seht da einige Werte, die ich aufgeschrieben habe. Wir haben Leben, wir haben den Schaden, wir haben den Erstschlag, wir haben den Crit, wir haben die DPS und wir haben die Ausweichchance. Zudem seht ihr da, welche Rüstung sie haben. Das heißt, Aiden hat eine S2E3 Rüstung und No Chance hat eine P2C2L1 Rüstung. Und beide haben einen Flammenwerfer, das so viel bedeutet, wie beide haben die gleiche Angriffsgeschwindigkeit, was auch so viel bedeutet, dass sie eigentlich nahezu den gleichen Schaden machen, bis auf dass Aiden natürlich einen Schaden mehr im theoretischen Sinne hat. Das heißt, ich musste da nicht viel groß rumrechnen. Die DPS zeigt quasi an, wie viel Schaden ihr im Durchschnitt macht. Und ja, das ist eigentlich schon im Sinne von Schaden. Wir haben noch Haustiere. Haustiere, an meiner Reaktion habt ihr natürlich gesehen, dass Haustiere auch was bringen. Eldencore hat eine Dreifachheilung, was ihm nichts bringt im Kampf, weil wir keine Heilung haben im Kampf. Weil Heilung würde das Ganze einfach nur tierisch in die Länge ziehen. Ich werde vielleicht in Staffel 2 Items reinbringen, die ihr kaufen könnt, wie zum Beispiel Jet. Und so ein Kram, keine Ahnung, was gab es da noch? Die ganzen Medikamente, die es im Fallout-Universum gibt, das heißt plus 25% Schaden und so ein Kram. Das werde ich vielleicht in Staffel 2 einbringen, je nachdem, ob ihr sagt, hey, das wäre cool, wenn man so kaufbare Items für einen Kampf hat. Dieses ganze Prinzip, was ihr jetzt sehen werdet, das würde auch in Staffel 2 geben. Das heißt, ihr könnt gegeneinander kämpfen in Staffel 2. Es wird nur so sein, dass ihr dann das Inventar des anderen nicht bekommt, sondern dass ihr sagen könnt, ey, komm, wir haben eine Auseinandersetzung, wir klären das in der Arena und kämpfen. Und so könnt ihr das regeln. Oder ihr könnt einfach just for fun mal kämpfen und gucken, was dabei rauskommt. Eine kleine Wette oder so mit 100 Kronkorken ist alles drin. Aber ich möchte euch heute jetzt erstmal das Prinzip vorstellen, wie der Kampf nächste Woche ablaufen wird. Das ist der erste Kampf, den wir brauchen, weil wir eine ungerade Zahl waren. Und ja, keine ungerade Zahl, aber es wäre halt so drauf hin, wenn wir jetzt diesen Kampf hier nicht führen würden, würde es darauf hinauslaufen, dass im Finale drei Leute gegeneinander kämpfen und das funktioniert nicht. Also musste ich das so planen, dass mindestens zwei Leute jetzt schon kämpfen, aber so kann ich euch demonstrieren, wie das Ganze laufen wird. So, wir gehen jetzt alles nochmal kurz durch. Ich habe hier einen Zettel, da stehen die Werte drauf und wir haben das Leben. Wir haben 100 Leben als Standardleben plus ein Leben pro Level. Das heißt, ihr habt bei Level 50 150 Leben. Und darauf zählen wir die Ausdauer. Mit jedem Punkt auf die Ausdauer kriegt ihr 50 Leben, was so viel bedeutet, dass Aidencore 400 Leben hat und No Chance 750 Leben. Kommen wir zum Schaden. Der Schaden basiert darauf, wie viel eure Waffe an Schaden macht. Plus die Angriffsgeschwindigkeit der Waffe, die ihr tragt. Da es in diesem Falle dieselbe Waffe ist, habe ich das jetzt außen vor gelassen und das nicht mit reingerechnet. Aber im Prinzip würde es halt
Jedes Mal, wenn ihr gegen einen anderen kämpft und ihr unterschiedliche Waffen habt, werdet ihr unterschiedlich viel Schaden machen, weil das liegt dann an der DPS, die durchschnittliche Schadens. Also eigentlich heißt das ja Damage per Second, aber wir sehen einfach DPS, weil es einfach kürzer geschrieben wird als durchschnittlichen Schaden. Und hier haben wir bei Aiden Core, haben wir momentan 34 DPS, das rechnet sich halt aus der Waffe, aus der Angriffsgeschwindigkeit der Waffe, die jedes Mal anders ist, je nachdem, gegen wen ihr kämpft. Und die Angriffsrate dann, hier geht es um Beweglichkeit. Für jeden Punkt in Beweglichkeit habt ihr 10% auf Schaden, bekommt ihr 10% auf den Schaden hinzugerechnet, auf den DPS-Schaden, den ihr dann pro Runde macht. Der DPS-Schaden wird sich natürlich immer, ja, wird immer steigen und sinken. Es ist halt der durchschnittliche Schaden. Der liegt halt hier bei Aiden Core bei 34 und No Chance bei 33. Und die einzelnen Attacken werden natürlich andere Werte haben. Manchmal macht er 30 Schaden, manchmal macht er 35 Schaden, aber 34 ist ja so der Durchschnitt. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir zum Erstschlag. Ihr seht da den Erstschlag, der basiert auf der Intelligenz. Wir sehen, Aiden Core hat Erstschlag von 1 und No Chance hat Erstschlag von 2. Das bedeutet einfach nur, dass No Chance anfängt, weil er 2 Intelligenz hat und Aiden Core nur 1 Intelligenz, weswegen No Chance im Vorteil ist am Anfang. Kommen wir zum Crit. Der Crit wird ausgerechnet aus 10% pro 2 Punkte auf Glück, was bedeutet, dass ihr bei 2 Glück 10% habt, bei 4 Glück 20%, bei 6 Glück 30% und so weiter und so fort. Bis hin zu 18 Punkte ist das Maximum, was natürlich nicht erreicht werden kann, weil 17 ist, glaube ich, das Maximum. Warte, ich gucke nochmal ganz kurz, sicherheitshalber. Wir haben da. Mit L16 habt ihr den maximalen Wert von 80%, höher geht es nicht. So. Gut. Ich persönlich, mein Charakter hat 15 Glück, was mich ein bisschen ankotzt, weil ich dadurch nur 60 kritische Chance habe. Aber wenn ihr einen kritischen trefft, was ihr gleich sehen werdet, da werden einige kritische fallen, dann habt ihr den zweifach Schaden. Kommen wir zu der Ausweichchance. Die Ausweichchance wird ausgerechnet durch. Was war das nochmal gleich? Wahrnehmung, das war Wahrnehmung, genau. Wahrnehmung. 2% pro Wahrnehmungspunkt. Das heißt, in diesem Falle hat No Chance eine Ausweichchance von 18% und Aiden Core nur von 2%. Aber auch 2% kann eine Ausweichchance quasi hervorrufen. Ob es gleich passieren wird, wer weiß. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut, das dazu, wie gesagt, Tiere spielen hier auch eine Rolle. Nicht gerade die Dreifachheilung. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Ehrengardist anguckt. Ehrengardist hat halt eine kleine Katze und die gibt ihm plus 62% Gesundheit. Das heißt, wir würden auf die 400 Leben nochmal plus 62% rechnen und somit hätte Aiden, wenn er diese Katze hätte, ja, mehr Schaden. Mehr Leben. Zum Schluss sei noch gesagt, ihr dürft jetzt nichts verleihen, ihr dürft Sachen verschenken. Alle Sachen können nur einmal verschenkt werden. Das heißt, wenn jetzt der Ehrengardist meint, er möchte gerne seine Rache verschenken, dann wird die Rache blockiert und nur diese Person, die er geschenkt hat, darf die Rache benutzen. Das heißt, sie darf nicht weitergegeben werden. Sie muss dann da bleiben, wo sie bleibt. Das heißt, ihr könnt Sachen verschenken, könnt ihr ruhig machen, aber ausleihen ist nicht und danach wird die Waffe auch bei demjenigen bleiben und darf nicht mehr weitergegeben werden. So. So viel dazu. Wir gehen jetzt direkt in den Kampf rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sag schon mal bis Mittwoch zum Stream, denn ich habe das Ganze ja schon aufgenommen und das wird jetzt eingeblendet. Viel Spaß, haut rein, euer SEO. Tschüss. Herzlich willkommen zum Kampf von Aiden Core und No Chance. Wir haben hier zwei Kontrahenten, die sich schon etwas länger in der Welt befinden. Aiden ein bisschen länger als No Chance. No Chance hatte das Glück, dass er schon einen recht guten Charakter bekommen hat.
Und er hat schon einige Geschenke bekommen von den Vault-Mitbewohnern, was ihn zu einem sehr starken Gegner macht für Aiden Core. Doch das ganze Spiel hier basiert zum Teil auch aus Glück, denn wir haben bei Aiden Core einen kritischen Schaden von 10 und eine Ausweichchance von 2%, wobei No Chance einen Crit von 30 hat und eine Ausweichchance von 18%. Das gibt ihm natürlich den Vorteil, doch bei wem, auf welcher Seite das Glück im Endeffekt ist, der wird halt der Gewinner sein. Es kann gut sein, dass Aiden Core einfach mehr kritische macht als der No Chance und somit das Ganze für sich behauptet. Wir sehen an den Werten, No Chance hat klar den Vorteil und wir werden gleich sehen, was damit passiert. Wir starten einfach mal den Kampf und gucken mal direkt hinein, was passieren wird. No Chance beginnt den Kampf direkt mit einem kritischen von 68 Schaden und Aiden kontert gerade mal mit 34. Das sieht schon von Anfang an nicht gut aus für Aiden. Mit 302 Leben hat er nicht mehr wirklich viel übrig und wenn er Glück hat, kann er hier vielleicht noch ein, zweimal ausweichen und vielleicht ein paar kritisch landen, um das ganze Blatt zu wenden. Aber wenn wir uns das Ganze angucken, sieht es jetzt schon ziemlich schlecht aus für den Guten. Seine ganzen Angriffe scheinen gegen eine Wand zu prallen und da kommt schon der nächste kritische von No Chance. Und Aiden haut endlich mal auch einen kritischen raus. Wird ihn das noch retten? Ich bezweifle es sehr, sehr stark. Doch, oh, No Chance weicht aus. Das ist das Ende für Aiden. Das wird er nicht mehr schaffen. Es ist, als würde er im Schwimmbecken für kleine Kinder schwimmen und ertrinken. Nein, ich sehe da keine Hoffnung mehr. 83 Leben bleiben ihm nur noch. Der nächste kritische könnte ihn schon den Kopf kosten. Doch, er hat nochmal Glück gehabt. Wird er nochmal ausweichen? Oder ist es das Ende? Ein kritischer von Aiden. Und hier kommt noch ein Angriff von No Chance. Das war's. Ein kritischer von 62 Schaden. Hat Aiden den Kopf gekostet. Somit kommen wir direkt zur Tabelle. Aiden Core, leider bist du gestorben. No Chance, du gehst weiter und wirst als nächstes gegen Deadline antreten. Deadline, bereite dich auf diesen Kampf vor. No Chance ist ein harter Brocken. Er hat einige kritische rausgehauen. Merkt ihr das für den nächsten Kampf? No Chance, nutze hier die Chance. Nehme die Sachen von Aiden und versuche damit, den Deadline auszuschalten. Wenn du ihn ausschaltest, ich schwör's dir, ich schicke dir einen Liebesbrief. Und damit war es das auch schon mit dem ersten Kampf. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden, wie das Ganze ablaufen wird. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Da habt ihr nochmal die Chance, eure Charaktere auf diesen Kampf vorzubereiten. Ihr kennt jetzt die Werte, ihr kennt jetzt das Prinzip. Ihr habt jetzt den ersten Kampf gesehen. Aiden hat ziemlich versagt. Das liegt auch an der Geschichte, dass er nie etwas getan hat. Stimpaks zu kaufen und Redaway zu kaufen, das führt einem nicht zum Sieg, wie ihr seht, denn seine Werte waren sehr, sehr unterlegen im Gegensatz zu No Chance. Ich hoffe, für euch war das eine Lektion. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.